Fußballfreunde, liebe User von MFS Fußballtraining TV, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres noch nicht allzu alten Videoblogs des Videoportals MFS Fußballtraining TV der Münchner Fußballschule. Wir haben uns ein Thema heute mal ausgesucht, das uns aufgefallen ist in der neuesten Ausgabe der Fußballtraining-Zeitschrift. Es geht, wie so oft bei uns, um die Talentausbildung. Wir, das ist der Johannes und meine Wenigkeit, der Michi, und wollen uns mal ein bisschen näher damit befassen, was der DFB dort drin veröffentlicht hat. Es geht um die Stützpunkte, ganz allgemein gesagt kann man sagen, und deren Talentförderung. Das wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Wir wollen uns anschauen, was wird da gemacht, wie wird da getestet. Das kann man schon mal vorweg sagen, dass da Tests aufgeführt wurden. Wie wird für diese Tests geübt und welche Aussagen, welche Kriterien, welche Bewertungen werden daraus abgeleitet. Das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen und auch natürlich vor dem Hintergrund, ob das denn alles so Sinn macht überhaupt oder ob es da Verbesserungspotenzial gibt oder nicht. Wir haben uns gedacht, Johannes, als wir das gelesen haben, das kann man vorne wegnehmen, waren wir ein bisschen überrascht. Ja. Wir führen ja gerade in Deutschland eine Debatte, die kennen wir alle. Wir haben eine Pressekonferenz hinter uns, die durften wir live miterleben. Einmal von Herrn Bierhoff, dann von Herrn Löw, wo es ja eigentlich genau um diese Thematiken geht. Und der Tenor, den wir da ja praktisch raushört, ist, schon also öfter raushört, ist, naja, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, so richtig gut kann es ja auch nicht sein. Es fehlt auch so ein bisschen der Nachwuchs. Wir sind in einem Umbruch angeblich und angeblich fehlen aber dazu auch irgendwo die Spieler. Stefan Kunz als U21-Trainer springt da ja quasi mit ein und sagt, wir werden auf Jahre hinweg ein bisschen Probleme haben, weil das hat Gründe und dann werden auch diverse Gründe aufgezeichnet. Und das entscheidende Kriterium, das wir aber immer dabei hören, ist, die Spieler können nicht das Besondere. Die sind alles gute Fußballer, das ist technisch okay, aber halt nicht Weltklasse. Es fehlt, und das hört man auch ganz oft, die Bolzplatzmentalität, und wir hören immer das Argument, 1 gegen 1 ist nicht mehr lösbar, da hapert es. Also das sind so ich nenne es jetzt mal allgemein, die Gründe, die wir da immer vorgesetzt bekommen. Dann müssen wir mal sagen, bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, das ist ja in der Analyse gar nicht so verkehrt. Also das ist ja irgendwo richtig. Umso mehr hat es uns gewundert, als wir dann mit diesem Artikel konfrontiert wurden in der Fußballtraining-Zeitschrift, wie denn nun der DFB über die Stützpunkte, deren Sinn völlig in Ordnung ist, da können wir vielleicht auch nachher noch mal ganz kurz darauf eingehen, Talente in Deutschland fördern und testen will. Und das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Wir gehen erstmal auf die Tests ein. Genau. Richtig? Genau. Der erste Test ist Der Schnelligkeitstest. Mhm. Das ist der erste Test. Der ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Ihr könnt es hier mal kurz darstellen an der Tafel. Die gelben Magnete sind die Hütchen quasi oder die Lichtschranke in dem Moment. Wir haben davon 3 Stück. Das schaut dann so aus. Der Spieler in Rot startet von hier und die Zeit startet, sobald er die erste Lichtschranke durchquert hat. Also das ist so im Stehen, fängt er hier an zu rennen. Dann die nächste Lichtschranke sind 10 Meter, da wird die Zeit einmal genommen. Der Antritt soll das dann im Prinzip symbolisieren. Und die zweite Lichtschranke sind dann 20 Meter, das dann die Schnelligkeit bewertet. Also der klassische Schnelligkeitstest eigentlich, da muss man ja sagen, dem ist ja nichts einzuwenden, das können wir vorwegnehmen. Dann genau. Trauen wir uns vorweg mal eine Wertung zu. Das ist in Ordnung, also da kriegt man einen subjektiven Wert raus und der ist natürlich im modernen Fußball unabdingbar. Wir haben Fußball, wissen wir, das ist mittlerweile zu einer, war immer schon wichtig, dass Spieler schnell sind, aber das hat sich einfach jetzt noch mehr herauskristallisiert, dass das noch leistungslimitierender ist. Das haben wir auch im Blog immer wieder mal erzählt. Das ist auch kein Geheimnis, deswegen ein klassischer Schnelligkeitstest. Sprinten, es gibt dann diese 20-Meter-Tests, es gibt auch 30-Meter-Tests und dann wird nach 5 Meter schon die erste Zwischenzeit genommen. Das heißt dahingestellt, was jetzt da besser ist, wage ich gar nicht zu beurteilen. Im Großen und Ganzen ist das völlig in Ordnung. Subjektiver Wert, Ende Gelände braucht man, fertig. Zweiter Test, damit sind schon ein bisschen anspruchsvoller. Dribbling und Gewandtheit nennt sich das. Schaut im Prinzip so aus, das dauert jetzt ein bisschen länger, das aufzubauen. Wir haben wieder 2 Lichtschranken,
Eine Lichtschranke hier und eine zweite Lichtschranke hier. Das Gelbe sind wieder Hütchen und der Spieler startet hier oben an der ersten Lichtschranke, läuft dann hier durch diese drei, das sind dann glaube ich Stangen, keine Hütchen, um diese drei Stangen im Slalom rum, läuft hier um die drei Stangen im Slalom rum und dann hier durch die Lichtschranke und dann wird die Zeit genommen. Wichtig, das ist natürlich nicht über das ganze Feld hier aufgebaut, sondern da gibt es eine bestimmte Begrenzung, ich glaube 10, 15 Meter und 20 Meter oder so, wie genau, also es ist alles genau geregelt, wie die Abstände sind. Diesen Test läuft der Spieler zweimal, dann wird die beste Zeit genommen und danach noch zweimal mit Ball. Also er läuft ihn einmal ohne Ball? Genau, er läuft ihn zweimal ohne Ball, zweimal ohne Ball, die beste Zeit wird genommen und dann läuft er eben mit Ball, also dieser Test wird einmal gewertet mit, einmal ohne Ball, aber es ist dann das gleiche, also er dribbelt dann wieder hier Slalom rum und dann wieder hier oben und hier durch. Genau. Also ein und wieder Test. Gilt eben die schnellste Zeit entscheidet. Also der, ich glaube, der, es heißt Dribbling und Laufgewandtheit. Laufgewandtheit, richtig, Test. Ganz genau. Genau. Test Nummer 2, kann man sagen. Das ist Test Nummer 2, ganz genau. Dann Test Nummer 3 befasst sich mit der Ballkontrolle. Wollen wir uns den auch mal kurz anschauen? Genau. Das ist dieser Pass-Test gegen die Bande oder so ähnlich, gell? Genau, Pass-Test gegen die Bande. Da ist es vielleicht jetzt sinnvoll, wenn du mal zwei Banden hinmalst. Das wird dann oft, gerade wenn es in der Halle durchgeführt wird, mit so Bänken oder so gemacht. Das muss man ein bisschen größer. Machen wir es ein bisschen größer, genau. Also hier ist eine Band, eine Bank oder was auch immer. Irgend sowas halt, ja. Genau, und dann haben wir, achso, jetzt müssen wir vielleicht, da haben wir hier in der Mitte ein Viereck an mit Hütchen aufgebaut. In diesem Viereck steht der Spieler. Und dann passt er aus dem Viereck den Ball an die Bande. Der Ball prallt zurück, im Optimalfall wieder zurück ins Viereck. Er muss ihn wichtig einmal annehmen. Und ihn dann gegen die andere Bande passen. Dann prallt er zurück. Wenn der Ball hier irgendwie an der Seite rausgeht, muss er ihn holen und wieder zurück ins Viereck. Er darf dann erst wieder aus dem Viereck wieder an die nächste Bande passen. Das muss er 6-mal auf jeder Seite und dann wird die Zeit gestoppt, wenn er den Ball wieder im Viereck gestoppt hat. Okay. Genau, also wenn der Ball zu kurz ist zum Beispiel, dann muss er ihn sich wiederholen. Zurück ins Viereck im Optimalfall, schaut es eben so aus, zack, dagegen, aufdrehen, zack, dagegen, aufdrehen, zack, dagegen, so. Genau, wieder gilt die Zeit. Je schneller, desto besser. Genau, das ist Ballkontrolle. 12 Pässe. Genau, er spielt 12 Pässe. Okay. Genau, ganz genau. Alles klar. Ganz genau. Gut. Test Nummer 4 befasst sich dann. Jonglier. Das geht nicht so. Laden hier. Gib mir eine Laden, aber. Jo, okay. So, Jonglier. Test Nummer 4. Das schaut dann so aus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Hütchen es sind, aber es ist auf jeden Fall, na, so viele sind es glaube ich nicht. So, und da drüben auch nochmal so ein Kreis im Prinzip aufgebaut. Und der Spieler läuft dann letzten Endes, also jetzt gar nicht so wichtig, wie viele Hütchen das genau sind, er läuft mit dem Ball jonglierend hier eine 8, also er jongliert hier quasi im Kreis, immer hier rum. Hat dazu 45 Sekunden Zeit und immer wenn er ein Hütchen passiert, bekommt er einen Punkt. Also ist die erste Übung, die nicht darauf geht, wie die Zeit ist, sondern da gibt es jetzt Punkte. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte, fünf Punkte, sechs Punkte und so weiter. Wichtig dabei ist, der Spieler darf nur mit den Füßen jonglieren und muss immer rechts und links abwechselnd jonglieren. Das heißt, wenn er hier anfängt und rechts, dann ist der Versuch schon beendet und zählt als Fehlversuch. Nur mit den Füßen? Nur mit den Füßen. Er darf also nicht mal... Er darf nicht korrigieren mit dem Knie, Schulter irgendwie. Das ist verboten. Darf er nicht, okay. Und sobald der Ball runterfällt, ist auch sofort vorbei. Er hat zwei Versuche. Und dann wird eben gewertet, wie viele Hütchen er passiert. Das heißt, um eine provokante Frage schon mal zu stellen, angenommen, der startet hier, mit seinem Jonglier-Achter, er startet hier, hier fällt ihm der Ball aufgrund von Nervosität runter, ja. Ein Punkt, Thema erledigt. Genau. Dann hat er noch einen zweiten Versuch. Ah, einen zweiten Versuch hat er. Genau, er startet aus der Hand, hängt den Ball in die Hand,
fängt an zu jonglieren. Der muss aus der Hand starten. Der muss aus der Hand starten. Mhm. Angenommen, der Ball fällt ihm dann gleich, rutscht ihm vom Spann. Oder er jongliert einmal und jongliert aus Versehen nochmal mit dem rechten. Mhm. Ist auch sofort vorbei und hat er einen Punkt. Mhm. Okay. Genau. Das sind dann diese vier Tests, richtig? Das sind die vier Tests, anhand denen... Lies doch mal vor, genau. Das haben wir uns vorgenommen, was dann das Ziel sein soll. Also was, wir haben jetzt vier Tests, wir haben einen Schnelligkeitstest, wir haben einen Laufgewandtheit- und Dribbling-Test, wir haben den Ballkontroller-Test mit diesen Passen und diesen Jonglier-Achter-Test. Ja. Was wiederum möchte denn nun der DFB damit bewirken? Also zum einen finde ich, man sieht schon hier an dem Bild, das ist hier zwei Nachwuchsspieler und Joshua Kimmich. Das heißt, das Ziel ist, einen Joshua Kimmich zu bekommen, letzten Endes. Darum geht es. Die Überschrift lautet auch Orientierung auf dem Weg zur Spitze. Und der erste Absatz, Talente erkennen, da heißt es eben, Grundlage der Talentförderung in Deutschland ist es, begabte Nachwuchsfußballer zu identifizieren und entsprechend ihrem Potenzial für die unterschiedlichen Ausbildungsstufen der Talent- und Eliteförderung des DFB auszuwählen. Genau, also das ist der erste Satz und das soll mit diesem Test passieren, dass eben Talente erkannt werden, Talente eingeordnet werden können. Mhm. Also vielleicht ist schon wichtig zu sagen, mit den Tests sollen die Talente nicht gefördert werden, also es ist jetzt nicht das, was im Training regelmäßig passiert, aber damit sollen die Talente eingeordnet werden, wer gehört zu den sehr guten Spielern, es wird dann auch so eingeordnet, unterdurchschnittlich, wer gehört zu den durchschnittlichen Spielern, wer gehört zu den überdurchschnittlichen oder sehr guten Spieler in Deutschland. Mhm. Da gibt es dann auch Tabellen, zum Beispiel Jahrgang 2005, U15. Der hat dann so und so viele Zeiten und so und so viel. Genau, Punkte. Und mit der Zeit gehört er zu den... Okay, am Ende kommt er so eine große Bewertung raus. Ja, genau, dann hat er so und so viel Prozent erreicht und dann ist er praktisch, ich glaube, das sind die drei entscheidenden Kriterien. Ja. Unterdurchschnitt, Durchschnitt und wie war es? Sehr gut. Ja. Das sind mal die Tests. Wir lassen die jetzt erstmal mal so stehen. Im Sinne von, wir wollen die jetzt erstmal gar nicht werten, sondern wollen da später nochmal drauf eingehen, ob das dann noch alles so sinnvoll ist. Was mir gleich mal vorneweg aufgefallen ist, beim Lesen dieser Geschichten ist, oder als ich mir die Bilder so ein bisschen das erste Mal angeguckt habe, ist, das kann man schon mal vorneweg sagen, das ist schon sehr geradlinig, es ist sehr straight, es ist wenig, also mein erster Gedanke war, das können wir gleich schon mal vorneweg nehmen, ist, mir war das zu wenig. Da, ich habe dann ein bisschen hin und her geblättert, weil ich es nicht glauben konnte, dass ich da zum Beispiel nirgends gesehen habe, Trick, ganz banalen Trick. Ja. Den einfachsten aller Tricks, keine Ahnung, ziehen, vorlegen, einen Standtrick, wie wir mit den kleinen Kindern schon beginnen. Oder einen ganz einfachen Frontaltrick, den Übersteiger. Das habe ich dann nicht gefunden in dem Heft und es wurde auch nicht getestet. Da war ich schon mal überrascht. Denn wenn man das Besondere will, das haben wir ja dann auch gesagt, ja, dann fand ich das schon sehr, sehr straight und sehr, sehr simpel, trivial ist so das, glaube ich, das gute Wort dafür. So. Du spielst jetzt auf die auf diese Übungen an. Die nee, auch auf die Tests, wenn ich ehrlich bin. Auch die Tests selber. Auf die Tests selber, da kommen wir aber später nochmal drüber dazu. Wir wollen jetzt erstmal eben anschauen, es sind dann Übungen drin zu jedem Bereich. Genau. Ich glaube, wenn man das so richtig verstehen kann, diese Übungen sollen jetzt zum Teil auch auf den Test vorbereiten. Sie sollen aber auch zeigen, so trainieren wir das, also so wird gefördert. Ja, also in allererster Linie auf jeden Fall mal ist es so, dass diese Übungen den Spielern an die Hand gegeben werden, auch nach so einem Test. Die bekommen dann so einen DIN A4-Zettel und dann haben sie unten so einen QR-Code und da finden sie dann auch Übungen dazu, wie sie sich verbessern können. Mhm. Also es ist, glaube ich, schon in erster Linie dazu da, um die Spieler, dass die Spieler selber, weil die allermeisten Übungen sind ja auch für einen Spieler gedacht, also die man auch alleine durchführen kann, damit der Spieler sich selber auch verbessern kann. Aber natürlich fließt es auch in die Trainingsphilosophie mit ein, ist ja völlig klar. Also ich sage ja nicht, die Kinder sollen das und das genauso machen und macht dann im Training was völlig anderes. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Also das spielt da schon eine wichtige Rolle. Wir haben uns jetzt mal ein paar so Übungen angeschaut. Genau, und fangen an mit dem Schnelligkeitsübung. Genau. Mit der Schnelligkeitsübung. Eine ganz klassische Schnelligkeitsübung. Ich mache die mal hin. Was haben wir gesagt? Gelb sind die Hütchen. Gelb sind die Hütchen. Machen wir hier. Also wir hatten einfach ein Dreieck. Mhm. Ein Hütchendreieck wurde aufgebaut. Dann haben wir zwei Spieler. Genau. Das Spieler und einen Ball. Und eine Kugel dazu. Und fertig. Und die Schnelligkeitsübung dazu lautete wie folgt. Er hier spielt den Ball zu dem hin.
Der hier lässt ihn wieder prallen. Und nach diesem Prallen lassen ist das für ihn zeitgleich das Signal zu starten. Der sprintet dann quasi hier um dieses Dreieck rum. Ich glaube, er trabt hier aus. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall einmal im Dreieck sprinten, austraben. Er geht hier hin, er geht hier hin. Die tauschen die Aufgaben. Ich glaube, er macht sogar sechsmal hintereinander. Und damit oder sechsmal hintereinander. Aber es ist ja. Ist im Prinzip egal. Es geht jetzt erstmal nur um diesen einen Inhalt. So. Ja. Also, wir gehen jetzt nochmal zurück zu dem Test. Das muss man schon nochmal sagen. Also, der Schnelligkeitstest an sich, dem ist nichts entgegenzubringen. Und völlig in Ordnung. Das sind die klassischen Schnelligkeitstests. Mir fällt auch nicht ein, was man da anders machen soll. Ich brauche hier irgendeinen Wert und dann will ich eben diese Startzeit, die 5 Meter, die 10 Meter, die 20, 30 Meter, das ist auch völlig schon egal, haben wir vorher schon gesagt, das ist einfach heute essentiell wichtig. Und je schneller da jemand ist, man sieht es ja bei den schnellen, wilden, jungen Kerlen in der Bundesliga aktuell, desto größer einfach die Erfolgswahrscheinlichkeiten, speziell auf bestimmten Positionen, ist das enorm wichtig. So, und nun kann man, um mal das hier auch schon zu sagen, man kann natürlich jetzt mit dieser Übung Schnelligkeit auch so trainieren, ist auch im Prinzip nichts einzuwenden. Denn natürlich wird damit Schnelligkeit trainiert. Man hat also Anspringen klatschen lassen, weg ums Dreieck rum. Man hat also einen linearen Sprint, das Abstoppen, neue Richtung, das Abstoppen, eine neue Richtung, das Abstoppen. Also okay. Ja? Aber um was es ja eigentlich geht, und das muss man ja schon auch wieder sagen, ist, man fordert quasi, man sagt, wir brauchen besondere Spieler, wir brauchen Spieler, die das Besondere können, die kreativ sind, die schnell sind, die einfach ja, besondere Momente auch mal kreieren, die enge Situationen lösen können. Wir hatten jetzt am Wochenende wieder ein schönes Beispiel gesehen, wo auch hinterher kritisiert wurde, dass in der Bundesliga die eine oder andere Mannschaft es nicht schafft, enge Situationen beispielsweise von hinten heraus kreativ zu lösen, sondern dann eben auf den langen Ball zurückgreift, was auch mal in Ordnung ist, aber eben nicht nur. Es gibt eben Situationen, da wünscht man sich, ein Spieler könnte das anders lösen, um dann eben eine Folgesituation, die schon vorab vorhanden ist, sozusagen kreativ zu Ende zu spielen. Also dann wünscht man sich das und dann muss man halt sagen, ja, okay, ich trainiere mit Schnelligkeit, keine Frage, aber meine Frage ist immer, die ich dann in solchen Schnelligkeitsübungen generell stelle, ist, wieso packe ich da schon nicht ein bisschen das Besondere auch mit rein? Ja. Also man hat ja den Ball hier dazu mitgenommen, wieso mache ich da noch nicht mehr draus? Trainiere spielnäher sozusagen, und habe damit mehrere Vorteile. Erstens mal trainiere ich quasi mit dem, was wir jetzt gleich vorstellen werden, wie man das ein bisschen anders gestalten könnte, auch die Schnelligkeit. Ich habe aber die Kugel mit dabei und trainiere quasi somit auch noch die technischen Fertigkeiten gleich noch so nebenbei mit. Ja, ja. Das ist auch ganz wichtig. Und auch ganz wichtig, das macht Spaß. Ich behaupte, aufgrund meiner Erfahrung seit 20 Jahren im Schnelligkeitsbereich, ich behaupte, durch viele Trainings, muss ich nochmal ausholen, die ich auch bei Profis gesehen habe, behaupte ich, diese Übung, die machen die Spieler, wenn man die jetzt, keine Ahnung, 10 Mal auf dem Feld aufbaut und überlässt dann 2 Leute, die wird genau einmal, zweimal, von mir aus noch ein drittes Mal, in maximalem Tempo durchgeführt und dann wird das Tempo rausgenommen, weil es ist ziemlich monoton, es ist ziemlich eintönig, das macht man schon mal, aber mehr halt eben auch nicht. Und es geht ja immer im Schnelligkeitstraining, das wissen wir ja, was brauchen wir? Maximale Geschwindigkeit. Also jeder muss im Schnelligkeitstraining an sein Limit gehen, im Idealfall sogar ein Stück weit darüber hinaus, um wirklich einen Effekt zu erzielen. Und wie oft haben wir es gesehen bei solchen Übungen, da wird Vollgas gegeben, da wird Vollgas gegeben und dann wird vielleicht, also bei manchen Profis haben wir es auch schon erlebt, da wird dann auch wirklich die Wasserpflanze ausgepackt und dann nur noch dahin gejoggt und dann sagt auch keiner was. Sei es, ist es ein Profi, dann soll es also sein. Aber bei Talenten behaupte ich auch, die wenn nur unterbewusst sind, wenn die nur unterbewusst genervt sind von der Übung, dann wird da 5% rausgenommen und das sind die entscheidenden 5% und wir kommen nicht weiter. Ich würde auch mal behaupten, weil diese Übung sollen die Kinder theoretisch ja auch alleine zu Hause dann üben, um sich auf den Test vorzubereiten. Mhm. Diese Übung macht kein Spieler daheim alleine mit seinem Kumpel. Ja. Also das ist ja. Selbst wenn, dann kann man dann mehr rausholen. Ja, weil ich denke, also ich habe mir jetzt überlegt, Schnelligkeit könnte ich auch trainieren, ich stelle zwei Hütchen auf und der sprintet dahin, läuft zurück, sprint, einfach nur sprint. So kann ich Schnelligkeit trainieren. Ganz simpel. So, jetzt hat sich der DFB ja offensichtlich schon überlegt, das ist zu langweilig, wir müssen uns was ein bisschen mehr einfallen lassen. Also soll diese Übung wohl für etwas
Spannung sorgen. Und da würde ich halt aber sagen, Ziel verfehlt. Also das reicht halt nicht, um die Kinder da bei Laune zu halten und ja, da irgendwie eine interessante und abwechslungsreiche Übung zu gestalten. So ist es. Und wir zeigen gleich, wie es abwechslungsreich und interessant werden könnte. Um das nochmal zu verstehen, den Vorwurf, den ich ganz oft höre, also ich mache jetzt als Athletikexperte seit vielen, vielen Jahren klassische Schnelligkeitstraining mit Spielern und baue schon immer die Kugel mit ein. In allen Altersbereichen auch. Du in allen Altersbereichen, ja. In der Jugend, Koordination bis zu Profis. Genau, und da baue ich eigentlich immer mit dem Ball ein, teilweise sogar in zwei, drei Ballaktionen. Und den Vorwurf, den ich immer höre, ist, man sollte den Ball möglichst wenig dazu nehmen, denn das eigentliche Trainingsziel ist die Schnelligkeit. Und wenn jetzt praktisch zu viel Kugel dabei ist, dann verfällt der Spieler in diese, vielleicht in so eine, also wie sagt man, er verfällt auf die andere Seite. Also er glaubt, er konzentriert sich mehr auf die Technik als auf die Schnelligkeit. Mhm. Ja. Das ist ein Vorwurf, den höre ich mir seit 20 Jahren an. Und seit 20 Jahren sage ich eigentlich immer dasselbe. Ja, aber wessen Aufgabe ist denn das, dass hier maximales Tempo gegeben wird? Das ist doch meine Aufgabe als Trainer, dafür zu sorgen, hier maximales Tempo zu gehen. Also muss ich das vor allem verbal einfordern und ihm vor allem darauf hinweisen, hier haben wir eine Kugel jetzt gleich mit dabei. Das ist nicht das Haupttrainingsziel. Wir nehmen die Kugel mit, um A, vor allem im Jugendbereich Technik quasi nebenbei noch mitzutrainieren, im Profibereich, um spielnäher zu sein, weil im Idealfall ist ja danach eine coole Ballannahme mit einem Abschluss oder einer Flanke oder irgend sowas mit dabei. Ja? Ja. Dann nehmen wir sie mit. Aber die Grundvoraussetzung ist, hier gibst du Vollgas. Und wenn du das nicht tust, ja, dann machen wir das, was du gesagt hast, dann kann man auch mal ein bisschen Druck aufbauen. Dann hier Linie, hopp, runter, ja, zurückgehen, hopp, ja, nochmal und keine Ahnung was, in welchen Wiederholungszahlen, in welchen Pausengestaltungen. So. Also deswegen, das ist wie der ganze, das können wir vorwegnehmen, sehr trivial. Inhaltlich, klar, wir holen die Schnelligkeit raus, wenn hier Gas gegeben wird, aber es ist trivial. Wir zeigen jetzt mal, wie wir es gemacht haben. Genau. Es ist nämlich lustig, weil ich habe so eine Übung vor kurzem tatsächlich ähnlicherweise gemacht mit einem Spieler. Also du hast den gleichen Aufbau? Ich habe den gleichen Aufbau, ich bin nur aufs Tor gegangen. Mhm. So, jetzt, wenn ich das Problem habe, das können wir gleich vorneweg sagen, in so einer großen Gruppe mit, sagen wir mal, im maximalen 20 Leuten, dann wie viel Tore, gut, weil da sagen wir auch gleich was dazu, man kann ja solche Geschichten auch, man findet immer zwei E-Jugendtore, ein großes Tor, dann habe ich noch ein Eishockey-Tor, also vier Tore aufbauen und jeweils vier, fünf Leute daran, ist gar nicht so schlimm, das können wir nachher auch kurz mal darauf eingehen von der Trainingssteuerung her, weil wir haben hier eh Schnelligkeitstraining, brauchen wir eh eine gewisse Pausenzeit dazwischen drin, damit hier wieder maximal Stoff gegeben wird. Also, wir haben hier Sprint, abstoppen. Ja. In Ordnung. So, was mir fehlt, ist eine Reaktion. Das ist das allererste, was mir noch fehlt, und das baue ich so oft wie möglich in Schnelligkeitstraining ein. Denn, wenn ich jetzt einen schnellen Spieler habe, der eh schon von Natur aus sehr, sehr schnell ist, dann ist er das eben. Wenn ich aber einen Spieler habe, der vielleicht irgendwo dazwischen ist bei 80% von so maximalen Speed, dann wissen wir ja aus der Sportwissenschaft, Schnelligkeit ist bei solchen Leuten relativ schwer zu trainieren. Wir können aus einer Schnecke eine schnelle Schnecke machen, aber die Schnecke bleibt irgendwo. Das ist einfach so, da brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Ja. Was man verbessern kann, ist Schnellkraft und Reaktion. Und das ist im Fußball ganz entscheidend. Wenn er eine schnelle Reaktion hat, dann kann er trotzdem diese halbe Sekunde früher am Ball sein, wenn er da eben gut geschult ist. Also bauen wir hier schon mal eine Reaktion ein und wir bauen hier eine Technik ein. Wir machen jetzt zum Beispiel Folgendes. Warum spielen die den Ball nicht mehrfach hin und her? Und er hier gibt irgendwann einfach ein Kommando. Also Wörter machen die anspielen, klatschen lassen, weg. Wieso spielen die den Ball nicht einmal, zweimal, dreimal? Irgendwann rufe ich Hopp. Mhm. Und das rufe ich quasi, wenn ich gespielt habe, hier. Dann rufe ich den Hopp. So, jetzt muss er hier abdrehen. Beispielsweise mit der Kugel. Macht jetzt hier eine Sohlenwende. Beispielsweise, also linker Fuß. Genau, geht das hier weg, zieht ihn mal mit dem linken Fuß hier weg, spielt den Ball wieder zurück. Der kriegt also hier nach der Sohlenwende die Kugel hier zurück. Mhm. Jetzt startet er oder bleibt hier von mir aus, geht jetzt entweder nach innen oder kann hier auch hier bleiben, das ist völlig egal. Nimmt das quasi als Gegenspieler, also sieht das quasi als die Innenverteidiger an, diese Hütchen, wartet hier quasi in der Position und kriegt jetzt hier zum Beispiel den langen Ball da reingespielt. Spielen an, dann flitzt er da hinterher. Entweder, und die Ansage ist, direkter Abschluss
Annahmeabschluss, vielleicht spielt er auch mal den Ball absichtlich ein bisschen steiler, ja? Also noch mehr in diesen Sprint rein muss, noch mal direkter Abschluss. Oder aber Spielnähe, der Pass von ihm ist gar nicht so ideal und er wird ein bisschen zu kurz gespielt. Ja, der wartet hier, jetzt wird er vielleicht nicht schnell genug gespielt. Dann muss er den quasi mitnehmen, er muss quasi seine Bewegung verzögern, achtet hier ein bisschen auf Abseits, muss seine Bewegung verzögern. Punkt 1. Also das heißt, wir haben eine Reaktion dabei, wir haben eine Ballannahme dabei, wir haben eine Technik dabei, einen Abschluss, er muss aufs Abseits schauen hinten und dann startet er rein. Beispielsweise Nummer 2. Wir bleiben bei dem Hin- und Herpassen. Irgendwann ruft er an. Er dribbelt wieder los, er macht hier seine Sohlenwende, er spielt den Ball zurück. Jetzt bauen wir hier noch ein Hütchen ein, ein zusätzliches. Und dessen muss er nochmal rumsprinten, ja, dann da reinsprinten und jetzt kommt die Kugel da rein. Also wir bauen nochmal einen Zusatzsprint sogar mit ein, um dieses Sprintthema trotzdem zu haben. Ja? Also Sohlenwende, zurückspielen, antreten, abstoppen, reinlaufen, Ball kommt in die Gasse rein, gespielt und Abschluss. Oder aber, also man sieht schon, das ist alles dann einfach spannend, man hat auch noch einen Abschluss mit dabei, ich muss ja auch vielleicht keinen Torabschluss machen, ich baue hier bloß ein Eishockey-Tor ein, und dann muss ein Zielpass reinspielen beispielsweise. Jetzt haben wir aber immer nur noch das einen. Das kann ich ja auch dann, wenn ich zu zweit bin, wenn ich auf den Bolzplatz gehe, oder ich kann irgendwo bei dem Verein auf den Platz gehen und da zu zweit trainieren, kann ich das ja auch super machen mit einem Tor. Ja, genau. Oder, also machen wir noch, sonst verzetteln wir uns natürlich auch. Also mir sind da spontan 300 Möglichkeiten. Ja. Oder aber anspielen, klatschen lassen, und hopp weg. Und jetzt noch eine zweite Reaktion, rechts oder links. Mhm. Ja, oder hier die Farbreaktion mit einbauen, dass er so weg muss. Und dann eine Technik einbauen. Oder aber weglaufen, Sohlenwenden, rausspielen, zurückspielen. Dann hier zum Beispiel vorne reinlaufen. Der muss ja dann ein bisschen mitgehen, weil er auch spielt ihm da nochmal den Ball dazwischen rein. Der nimmt den Ball hier nach vorne mit, macht hier eine Schusswende oder nochmal eine Sohlenwende, oder spielt zurück, bewegt sich nach außen weg, kriegt jetzt hier den Ball wieder in die Gasse reingespielt. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Ja. Oder aber, machen wir noch eine. Er hier, oder machen wir es so, machen wir noch einen zweiten hier dazu. Haben wir noch eine Kugel? Blut. Eine große Kugel. Einen großen Ball, ja. Wir stellen hier noch einen zweiten Anspieler mit dazu, wenn man in so einem Mannschaftstraining ist. Ja. Wir machen das, was wir gerade gesagt haben, mit Anspielen, mehrfach klatschen lassen, die Reaktionsleistung kommt, es kommt eine Wende hier rein, ja, spielt den Ball zurück. Jetzt kriegt er zum Beispiel hier, nachdem er zurückgespielt hat, muss er sich sofort drehen, weil er macht jetzt hier Top, Spiele, jetzt kommt, dreht er sich um und im Moment ist schon ein langer Ball unterwegs. Brustannahme, Dropkick stoppen, also der muss praktisch einen Tick früher spielen, weil der hat kurz den Rücken zum Tor. Mhm. Und während er den Ball gespielt hat, spielt er schon. Jetzt dreht er sich um, volle Orientierungsfähigkeit und voll sich neu einstellen auf eine komplett neue Situation. Annahme, Dropkick, nochmal einen Frontaltrick einmal oder auch nicht, ja, Torschuss, dann sprintet er hier rüber, ja, und in dem Moment, wo er spielt, kriegt er die Kugel reingespielt, beispielsweise. Oder er sprintet hier, oder was auch cool ist, er sprintet nicht rüber, das habe ich auch mal vor kurzem gemacht. Ja, das ist ein Spieler. Hier brauchen wir nochmal ein Hütchen. Obwohl, nee, was ist das? Wir lassen das Hütchen weg. Oder aber, er macht jetzt hier diesen langen Ball, Annahme Torschuss. Jetzt macht er folgendes. Jetzt joggt er hier rum, also wirklich traben. Mhm. Ja? Mhm. Und dann, wenn er hier bei dem Hütchen ist, entweder abstoppen in diese Richtung weg oder hier einfach jetzt im Sprint rumflitzen. Und jetzt kriegt er den Ball hier durchgespielt und den muss er dann direkt abschließen beispielsweise. Das Ergebnis ist nämlich, nachdem er quasi hier diesen hohen Ball schnell verarbeitet abgeschlossen hat, jetzt joggt er quasi, wirklich teilnahmslos. Und das Hütchen quasi ist das Signal wieder abzustoppen, auch mit so einer Bewegung abstoppen, weg. Ja? Und jetzt läuft er quasi hier außen rum. Er hat ja den Ball, jetzt hier wieder. Jetzt läuft er hier außen im Sprint rum. Und wenn er jetzt an dem Hütchen ist, ja, ich gehe mal schon gerade rüber, wenn er jetzt an dem Hütchen ist, dann muss er quasi seinen Mitspieler anschauen und auch mal zunicken und dann bekommt er den Ball in Lauf gespielt. Ja, das heißt, er hat eine neue Orientierungsfähigkeit. Und wir haben dieses Tempowechsel-Ding mit drin. Total spielnah. Ja. Abschluss, ja, vielleicht hält der Torwart den Ball, dann muss ich erstmal joggen, traben, weil ich mir gedacht habe, jetzt geht es langsam weiter. Oh, es geht ja weiter und neue Situation. Also wieder umschalten, das wollen ja auch immer alle haben. Das ist total spielnah. Es macht Spaß, cool ist mit dabei. Da können wir zwei Bälle mit einbauen. Und jetzt ist es ja so, nachdem der hier das abgeschlossen hat, zweiter Ball, kann man ja tauschen. Ja? Der geht hier nach vorne, ja, der genau. geht hier nach oben. Ja. Er hat seine Pause, dass er jetzt eine vollständige Ruhe braucht. Alles ist mit dabei.
Jetzt haben wir echt viele Varianten. Und damit wird es spielnäher. Ja. Es wird besonders. Wir haben Wenden mit eingebaut. Wir haben Dribblings mit eingebaut. Wir haben Ballannahme mit eingebaut. Und nicht bloß anspielen, klatschen lassen, weg. Jetzt ganz provokant gesagt, Johannes. Du merkst schon, ich rede mich in Rage. Ja, aber ja, ist ja okay. Jetzt ganz provokant gesagt. Ja? Wir wollen das Besondere haben. Wir wollen alle besondere Fußballer haben. Anspielen, klatschen lassen, ums Dreieck rumspinnen. Ich habe eine 8-jährige Tochter, die einigermaßen fußballaffin ist. Das kriegt die auch hin. Das kriegt die hin. Und ob, natürlich wird da mit Schnelligkeit trainiert, überhaupt keine Frage, aber das kriegt die hin. Und zwar mache ich das mit ihr 5 Minuten und dann hat die das einmal drauf. Und wenn ich mit ihr das dann 14 Tage übe, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, dann wird die Zeit immer besser werden. Ja. So, wenn ich jetzt aber die Übung so mache wie wir hier, mit Wenden einbauen, mit einer Ballannahme einbauen, mit Abstoppen, mit Richtungs-, mit Orientierung, mit Reaktionen und so weiter, wenn ich mit ihr 14 Tage übe, werden wir vom Effekt mit Sicherheit nicht so weit sein, wie wenn wir nur das 14 Tage geübt haben. Dafür brauchen wir länger, weil das Besondere eben auch Zeit braucht. Und damit hole ich hier am Ende mehr damit raus. Und das muss doch jedem klar sein. So, und wenn es dann immer heißt, dann hören wir wirklich auf mit dem Thema, wenn es dann immer heißt, ja, der gibt ja dann nicht Vollgas, weil er will nur aufs Tor schießen, so ungefähr. Ja, was ein Blödsinn, wenn der hier abgestoppt hat, also wenn der hier seine Wende hat, den Ball zurückgespielt und der kriegt jetzt den Ball hin in den Lauf. Ja, wenn ich den einmal so spiele und der eiert jetzt herum, A, sage ich was, B, sage ich, denke ich mir, so mache ich als Trainer, beim nächsten Mal spiele ich mal den Ball absichtlich zu steil. Und der muss sich strecken, dass er den gar nicht noch so bekommt, und dann muss er den noch irgendwie aufs Tor bringen. Also das kann ich ja auch provozieren. Ja, man kann es ja steuern. Und dazu kommt, das sind ja alles Jungs, die ja Bock auf Fußball haben. Also die sind ja geil aufs Schießen, die sind geil aufs Tor schießen. Ja, also Jungs und Mädels natürlich. Ja, lassen wir das. Also. Gut, ja, aber ich fand es schon interessant zu sehen, wie viel da möglich ist mit so einem simplen Aufbau erstmal. Und das vielleicht auch als Appell, dass man kreativ sein soll, dass man sich was überlegt, dass man aus den Übungen, die man hat, vielleicht neue Übungen sich überlegt, dass man aus denen neue Varianten kreiert. Einfach da der Kreativität freien Lauf lassen und viel ausprobieren auch. Es gibt dann auch immer mal wieder was, ich kenne es auch von mir selber, ich überlege mir eine Übung, bin mega gehypt, denke mir, geil, das wird jetzt richtig super und dann funktioniert das gar nicht und es ist eine Katastrophe. Ja, es macht nichts, passiert auch. Ja. Und dann überlegt man sich halt daheim, okay, schmeiße ich die Übung komplett in die Tonne oder muss ich irgendwas umstellen, dass es dann doch passt. Ja, also da keine Angst davor haben, einfach Sachen auszuprobieren und kreativ zu sein. Da macht es den Jungs Spaß und da macht es einem auch selber mehr Spaß. Genau. Nun schauen wir uns Übung Nummer 2 an. Da waren wir bei der Laufgewandtheit und beim Dribbling oder machen wir... Ja, also das können wir vielleicht ganz kurz machen, weil da war ein interessanter Aspekt eben noch. Was für eine Übung gibt es denn da? Die hatten im Prinzip zwei Hütchen. Und dann einen Spieler mit Ball. Und letzten Endes, er dribbelt hier rum. Und dribbelt hier rum. Ja, du musst wirklich lachen, es tut uns leid. Also das ist an Trivialität nicht mehr zu überbieten. Ja. Also da können wir gleich wieder auf denselben Punkt eingehen. Weil das hat uns beide schon ein bisschen schockiert. Es hat uns schockiert, schon. Weil ich kann doch nicht, das habe ich vor kurzem in einem Social Media Statement gesagt, ich kann doch keine Debatte darüber führen, dass wir in Deutschland Spieler haben, die das Besondere nicht lösen können und biete denen so eine Übung an. Ein Achter-Dribbling. Ja. Und jetzt kommt noch was Interessantes dazu. Genau, also ich lese es vielleicht auch nochmal kurz vor, weil, dass ich da dann quasi nichts Falsches sage. Da stehen ja immer so Anweisungen mit dabei, was man coachen soll. Und ist eben einmal auf eine enge Ballführung und auf den Einsatz beider Füße achten. Und beide Sachen, würden wir sagen, sind zumindest, wenn ich Schnelligkeit, also wenn ich schnell werden will, völliger Unsinn. Ja. Und es geht ja um die Vorbereitung auf diese, wenn wir uns erinnern, auf dieses Dribbling, auf diese Dribbling-Geschichte mit den Dreiecken, wo es um Schnelligkeit geht. Ja. Also einmal. Entscheidend ist, glaube ich, für uns immer, das haben wir in jeder Übung mit dabei, der Schiebekontakt. Ja. Das heißt, hier, ich spiele den Ball einmal an und dann kommt der Schiebekontakt und der kommt optimalerweise so, dass ich bis darüber komme. Im Prinzip. Je nachdem, wie lang es ist, aber dass ich quasi den Ball anschiebe und dann nicht 3, 4, 5, 6, 7 Kontakt habe, weil ich dann kein Tempo aufnehmen kann.
Es geht ja wirklich bei diesem Test, wie du schon sagst, geht es ja um Zeit. Genau. Das muss man nochmal genau sagen. Es geht ja um Zeit. Also sie wollen quasi, dass du ein Dribbling in einem möglichst maximalen Tempo hinbekommst. Ganz genau. Erstens. Dafür sagen sie aber, sollen wir in der Übung lernen, viele Ballkontakte zu haben. Ja. Und wie hier losgedribbelt wird, wir sind ja immer in der Fußballschule darauf aus, im Detail zu coachen. Richtig. Wie hier losgedribbelt wird, scheint niemanden zu interessieren. Dribbel einfach los. Genau. Ob denn der erste Kontakt nun ein harter ist, ein weicher ist, ein Schiebekontakt, ich hole mal den Ball ins Feld. Ja. Um das zu zeigen, diesen Schiebekontakt, was wir meinen, das ist diese Geschichte mit der Außenseite, ob Auftakthüpfer schieben. Jetzt sieht man gleich, was passiert, wenn ich das erste Mal mache. Es entsteht unglaublich Speed sofort. Genau. Also vom Losdribbeln hier ist das Nonplusultra. Das ist perfekt. Ja. Aufhüpfen, Speck schieben, der Ball ist eine gewisse Zeit, gleitet er so am Fuß quasi mit und dann geht die Post automatisch ab. Jeder Spieler, mit dem wir das so machen, junge Spieler, die merken immer, ja Wahnsinn, krass, der ist in die Reaktion immer wieder. Die kommen in so eine Rücklage, weil sie gar nicht erwartet haben. Wie viel Tempo der Ball bekommt. Also, da wird nichts gesagt, dann heißt es, viele kleine Kontakte. Und das zweite eben beifüßig. Genau, das heißt, man muss ja noch sagen, damit man uns da nicht falsch verstehen, gegen viele kleine Kontakte im Dribbling ist mal per se nichts einzuwenden. Die Frage ist nur immer, wann. Genau. Ich muss also ganz klar vermitteln, brauche ich das und wann brauche ich es überhaupt? Wenn jetzt ein Spieler im Spiel am Flügel beispielsweise die Kugel annimmt, zieht leicht nach innen und dribbelt den Außenverteidiger an, um dann mit der Finte vorbeizukommen, dann sieht man das schon bei den besten Spielern. Da machen sie natürlich 1, 2, 3 kurze, kleine, schnelle Kontakte, um dann eben praktisch die Kontrolle zu haben, den Gegner ins Passive zu zwingen, Herr der aktiven Lage zu sein und dann noch das Fummeln anzufangen, sozusagen. Ja, aber wenn ich jetzt quasi wie hier schnellstmöglich einen Raum überwinden will, ohne irgendwas, dann ist das einfach, dadurch wird es nicht schnell. Also wenn ich diesen Parcours, diesen Test mit vielen kleinen Kontakten mache, dann habe ich keine gute Zeit. Dann kriege ich die Zeit einfach nicht. Und dann bin ich kein guter Fußballer. Und dann bin ich ja laut Test nicht gut. So, was hat uns am meisten aufgestoßen, aber welch Video gedribbelt? Ja, dieses beifüßige Dribbeln. Ja. Also auch das wieder, wie du schon gesagt hast, das ist auch per se, kann das schon mal sinnvoll sein in einer Koordinationsübung zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine koordinative Aufgabe habe mit beiden Beinen. Aber ansonsten sagen wir unseren Spielern immer, Dribbling mit dem starken Fuß. Absolut. Also wenn man sich die besten Spieler der Welt anschaut, der Arjen Robben hat auf rechts gespielt. Mit welchem Fuß hat er angedribbelt? Links. Mit seinem starken linken, den hast du neben dem rechten andribbeln sehen. Das hat keinen Sinn gemacht. Wenn der Speed aufnehmen wollte, mit links. Gegenspieler auf der anderen Seite, die über die linke Seite mit rechts immer angedribbelt. Man muss den Spielern zwingend das Detail erklären und sagen, beidfüßiges Dribbling, das üben wir jetzt mal, um ein Ballgefühl im Generellen zu schulen. Ja. Das ist natürlich klar, wer gut beidfüßig dribbeln kann, von dem kann ich später auch erwarten, dass er einen schönen Pass punktgenau über 5 Meter hinbekommt in der richtigen Geschwindigkeit. Keine Frage. Aber bitte, liebe Kinder und liebe Nachwuchsfußballer, dribbelt mit eurem starken Fuß an einem Spiel. Macht auf gar keinen Fall, nur weil es mal irgendein Trainer gesagt hat, dass man andribbelt und dann hole ich den mit der Innenseite vielleicht auch noch rüber und dann mit dem linken Fuß oder beidfüßig auch noch pendeln oder irgend sowas. Das verlangsamt das Tempo. Es wird ausrechenbarer für den Spieler, weil ich dadurch automatisch, also für den Gegenspieler, weil ich dadurch automatisch langsamer bin. Und es wird, ganz wichtig, das sieht man immer bei denjenigen, die es machen, es wird unruhig, unrhythmisch. Ganz genau. Es wird nicht schön, die Hüfte pendelt hin und her. Das ist nicht sauber. Sobald der schwache Fuß da ins Spiel kommt, das sieht man sofort beim Dribbling, dann man merkt, dass der Spieler das gar nicht möchte, dass der ganze Körper sich so dagegen sträubt, den schwachen Fuß da zu nehmen. Starker Fuß, andribbeln, Ende. Genau. Da gibt es auch keine Zerneinungen. Oder aber ich sage eben ganz genau, was will ich damit jetzt bezwecken? Ja. So, wenn ich jetzt hier sage, wir wollen damit ein bisschen Ballgefühl schulen und so weiter und so fort. Wenn aber diese Übung darauf vorbereiten soll, um diesen Test schnellstmöglich zu bewältigen, dann sage ich, Themaverfehlung, also das führt nicht dazu, ganz im Gegenteil. Ja. Es führt zum unruhigen, langsamen Dribbling. Und was wir halt auch wieder nicht haben, es heißt nur um das Hütchen dribbeln. Ja, Käse. Warum mache ich hier nicht eine Finte? Also das ist ja auch wieder sowas. Zidane-Wende, da kann ich ja Sohlenwende, da kann ich... Also mal unabhängig vom Aufbau, der eh schon trivial genug ist, ja. Ja. Keine Ziehpässe, keine Torschüsse, keine Zweiabschlüsse, keine Ballannahme, nichts mit dabei. Ja, jetzt können wir sagen, ja gut, wir wollen Laufgewandelt und Dribbling, ist in Ordnung, okay, dann mache ich es halt irgendwo. Aber dann muss ich sagen,
wie du schon sagst, also wieder mein Beispiel von vorne, meiner Tochter, das ist das gleiche in grün, die dribbeln hier eng da rum, die drin, ja, das kriege ich, das, wir wollen das Besondere, das ist das, was da drin gefordert wird, das kriege ich doch nicht, das kriege ich nicht. Eng und Südchen rumdribbeln, das kriegt jeder Fußballer hin. Und man muss es leider so sagen, wenn wir wirklich in die Nationalmannschaft schauen und auch in die Bundesliga, und je tiefer wir gehen, in die zweite, dritte Liga noch viel mehr, man sieht einen Haufen Fußballer, die technisch gut sind, die sind Stammspieler in der Bundesliga und haben auch das Zeug zur Nationalmannschaft. Das können sie, keine Frage. Aber sie können eben nicht mehr. Und ja, also sie können wirklich den Ball auf dem Flügel annehmen und drehen dann, wenn sie dann merken, nach vorne geht's nicht, dann siehst du dann nicht mal, dass er wirklich mit der Wende wieder rauszieht, mit dem linken Fuß auf rechts und nach Hause spielt oder auch mal die Seiten verlagert, sondern dann wird er wirklich eben das da gemacht, ja, und dann nach Hause gespielt. Das ist unglaublich einfallslos. Undynamisch. Es macht das Spiel langsam und fad. Ja. Davon haben wir einen Haufen. Und dass man es nicht falsch versteht, solche Spieler sind auch wichtig. Diese Arbeiter und die quasi so die Basics beherrschen, alles gut. Aber wenn ich halt nur solche Spieler habe, dann fehlt mir eben dieses Besondere. So, das ist halt genau das Problem. Gut. Genau, die dritte Übung, die wir uns rausgesucht haben, Thema Ballkontrolle. Ja. Was war das? Genau, denn? Was hatten wir da? Ach, wir hatten da, ja, genau. Ballkontrolle war ja mit der Bande. Das war das, was hier passt, ja, genau. Genau. Es ist natürlich auch, also wir können es vielleicht kurz nochmal beleuchten. Wir können mal den hier als Bande nehmen. Und es ist halt wirklich, also andribbeln, passen gegen die Bande, Ball geht zurück, aufdrehen, hier wieder drumherum und wieder von vorne. Also es ist wieder das gleiche Thema. Natürlich trainiere ich damit dieses Aufdrehen, was ich brauche in dieser Übung, mit diesen zwei Banden. Aber es ist halt furchtbar trivial. Und steht denn da in der Übung drin, wie die, also die spielen ja den Ball wie die Bande, der muss sich quasi aufdrehen sozusagen und nach hinten. Steht denn die Variante der Ballannahme hier drin? Also sprich aufdrehen? Aber er steht drin, ich kann es mal vorlesen. Er dribbelt an, passt gegen die Bank und nimmt den zurückprallenden Ball um das Hütchen mit und passt erneut und so weiter. Der Ball muss immer in Bewegung sein. Also das heißt, wir haben also quasi hier keine Ansage, ob es hier bestimmte Varianten der Ballannahme gibt. Wir haben keine Ansage, wie man um das Hütchen rumdribbelt. Wir haben auch keine Ansage, muss es eine Ballannahme im klassischen Sinne sein, also sprich anspielen dagegen. Dann gibt es ja quasi aufdrehende Ballannahmen, ja, als 6er, 8er, 10er gern genommen. Ja. Oder mit der Außenseite hüpfen weg, oder mit der Innenseite einkappen oder hinterm Standbein rein. Da gibt es also hier, gibt's, wie man schon sieht, viele Varianten. Oder aber, das vermute ich, was Sie haben wollen, aber dann muss es auch im Detail gecoacht werden, muss gesagt werden. Anspielen, das ist, was wir immer haben, dieses Bremsen, dass wenn der Ball von der Bande kommt, dass der praktisch mit der Innenseite das Ball mitnimmt, nach oben weg. Das ist so ein bremsender Kontakt, das heißt, ich bremse die Geschwindigkeit des Balles ab und führe ihn quasi in eine neue Richtung hinein. Ja. Da passiert also in der Hinsicht hier gar nichts. Ja, ja, dann, ganz genau. Wir wissen ja, wie das abläuft. Die Kommandos im Training, während das gemacht wird, lauten dann enger, genauer. Konzentration. Ja, aber hier da muss gecoacht werden. Also hier könnte man praktisch jetzt ganz banal sagen, wir machen Folgendes. Ich nehme mal das hier als Tor. Ich baue hier Eishockey-Tor auf. Ja? Ja. So, jetzt soll man sagen, hier steht ein Spieler, du hast ein Hütchen, spielt den Ball gegen die Bande von mir aus. Hier ist die ganz klare Aufgabe, aufdrehende Ballannahme für die zentralen Spieler. Zack, aufdrehende Ballannahme. Dann der Schiebekontakt, dann nach oben dribbeln, hier eine Zidane-Wende, um das rum, wieder dagegen spielen, nochmal die aufdrehende Ballannahme, wieder der Schiebekontakt, dann mit einem Ziehen-Fußwechsel abbrechen, hier ist ein Standtrick, mit einer Sohlenwende das Ganze abbrechen und dann mit dem linken Fuß beispielsweise da reinspielen. Oder mit einer Schussfinte hier reinwenden und dann da links reinspielen. Dann ist es dieselbe Übung, die Schule genau das. Also sie ist kreativ, sie ist besonders, ich habe technische Elemente mehrfach dabei, ich kann hier steuern mit den Tricks, ich kann hier steuern mit den Ballannahmen, das schult das Besondere. Genau, genau. Oder was mir auch gerade noch kommt zum Thema Bande, weil wir jetzt auch hier wieder stehen, der Faxe macht ja jeden Tag seine Challenges und hat ganz oft auch Übungen, die mit Bande sind, wo er gegen die Bande spielt und dann hat er ja 100 verschiedene Annahmen. Ich würde mal sagen, wir posten euch mal einen Link zu einem von diesen Challenges unter das Video.
Das wäre auch sowas, wo man dann sofort machen kann, wo der Ball dann mal schräg gegen die Bande gespielt wird. Dann hat man hier eine Annahme, so mit einer gesprungenen Schussfinte, mit einem Schiebekontakt, mit also Aufdrehen. Da sind ja die verschiedensten Annahmen dabei. Ja. Und schon wird das Ganze spannender und schon wird das Ganze dynamischer und interessanter, genau, für die Spieler. Also auch hier, um das zusammenzufassen, da kann man sich ewig viel überlegen. Der fällt gerade ein, wenn ich der Gegenspieler gegen die Wand und der Ball kommt zurück, dass der den quasi hinterm Standbein durchnimmt, dann Sohle kappen, dann dieser Schiebekontakt nach oben und so weiter in verschiedene Wänden. Da kann man echt viel machen und dann wird es nicht mehr trivial, sondern es wird eben besonders. Genau. Und dann kann ich auch den besonderen Spieler heraus bekommen, sozusagen. Ein bisschen komisches Deutsch gerade. So, was mir noch einfällt, ist in dem Zusammenhang. Das heißt ja oft, das höre ich jetzt schon wieder, wenn wir das danach herausbringen werden, dann höre ich schon wieder, ja, das soll der Spieler ja selber erfahren. Der soll ja selber die Lösungen finden und wir sagen. Ja. Deswegen gibt es ja viele, die heute sagen, wir machen nur noch Spielformen und da wird die Technik quasi mittrainiert. Und das müssen wir jetzt nochmal einfach sagen, das ist ein völliger Blödsinn. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht alles erklären, als mit der Faulheit der Trainer, praktisch das Detail zu coachen oder mit der Unwissenheit, es einfach nicht besser zu wissen. Wenn ich sage, der soll das selber erfahren, ja, dann wird er den Ball natürlich, je nachdem man dagegen gespielt hat, irgendwann mal halbwegs vernünftig eng mit nach oben nehmen und irgendwie rumdribbeln, überhaupt keine Frage. Aber ist es eventuell, weil praktisch das Detail nicht gecoacht wurde, technisch gar nicht sauber? Ja, und ich biete dem einfach nicht verschiedene Lösungsoptionen an. Und er wird sie nicht herausfinden. Er wird am Ende immer den einfachen Weg gehen und den sieht man ja ganz oft in der Jugend, der Ball kommt und dann nimmt er den einfach entweder mit der Innenseite mit oder er nimmt ihn dann, lassen sie oft länger zu lang durchlaufen und nehmen ihn dann nach oben mit, aber du kriegst keine aufdrehenden Ballannahmen, keine verschiedenen Varianten der mitgeteilt auf dem Weg. Ich kann den irgendwann in diese Übung alleine lassen, wenn er denn älter ist. Ich muss ihm mal vorher sagen, aber vorher muss man mal irgendwann mal diese Varianten geübt haben. Und damit sie dann auch automatisiert in Spielformen oder im Spiel angewendet werden, brauchen wir tausende von Wiederholungen. Also natürlich müssen Kinder, aber da gehen wir jetzt ein bisschen von dem weg, speziell in jungen Jahren, im Ausbildungsbereich, stupide wiederholen. Wobei, das ist ja der Vorwurf, der uns gemacht wird, dass es stupides Einstudieren ist. Naja, natürlich ist das irgendwo ein Einstudieren, aber ist das stupide? Ja, das stelle ich in Zweifel. Es ist nicht stupid, es macht saumäßig Spaß, da ist eine Kreativität drin, da ist alles mit dabei. Und ich finde halt auch, wenn du es vergleichst mit, ich weiß nicht, Klavierspielen lernen, da würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, setz den mal hin und er probiert mal ein paar Tasten und irgendwann wird er schon merken, wie es richtig geht. Nein. Also das ist ja absurd. Du musst die Noten lernen. Er sagt ihm, das ist diese Note, das ist diese Note. Wenn du so spielst, kommt der Ton aus. Also ich kann nicht Klavier spielen, aber so irgendwie. Und dann kombinieren wir es irgendwann. Ja, und dann lässt man ihn mal alleine. So, jetzt kannst du mal versuchen, dieses Stück zu spielen, weil du das Handwerkszeug hast. Genau. Und hier sagt man, ja, macht mal alle alleine, es wird schon irgendwie. Ja. Absurd. Nein. Genau. So ist es. Ja. Ich glaube, wir können es. Also das waren jetzt drei Beispiele. Genau. Das wird ja noch jonglieren. Ach so, ja. Aber das ist ein Beispiel. Okay, bitte, also, lass uns bitte auf den Jonglier achten, nicht weiter eingehen. Also, damit man das mal, also ich finde es irre, dass man das als Tester nimmt, das ist ganz banal gesagt. Ich finde grundsätzlich, Kindern zu sagen, macht als Hausaufgabe sozusagen so oft wie möglich jonglieren, in Ordnung. Das haben wir früher auch wirklich fast bis zum Erbrechen im Garten gemacht. Da gab es diese ganze Trickserei noch nicht zu meiner Zeit. Da war das noch alles sehr, sehr straight. Und da war Jonglieren für uns das Nonplusultra. Und das habe ich im Garten den ganzen Tag rauf und runter gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich habe es beim Diego Maradona im Fernsehen gesehen. Und dann wollte ich das nachmachen und fertig. So war das. Und man muss aber zwingend sagen, wenn ihr das zu Hause oft macht, dann ist das gut für euer Ballgefühl. Denn wenn heute einer 200 Mal am Stück beidfüßig mit Oberschenkel, mit Schulter und so weiter jonglieren kann, vor allem natürlich mit den Füßen, dann ist es natürlich so, dass der ein gutes Ballgefühl hat. Er hat auch eine gute Körpergeschicklichkeit, eine Gewandtheit, weil das automatisch mit dabei ist. Ja. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird mir dieser Spieler später auch einen 20-Meter-Flugball, einen gechippten beispielsweise, schön anbringen können, wenn wir den noch geübt haben, weil er einfach die beweglichen Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen durch dieses Jonglieren mitgelernt hat, sozusagen. Ja. Aber
das als Qualitätskriterium festzulegen, ob man jemand ein Talent ist oder nicht, das halte ich für völlig verrückt. Denn ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, konnte mit 11 oder 12 Jahren so an die 100 Mal jonglieren. Aber dennoch habe ich mich ja nicht hingestellt und habe heute den Ball einfach hochgelupft und habe angefangen, sondern das ist mal nach 10 Mal wieder nach unten gefallen. Ja, genau. Dann habe ich ihn geholt, habe wieder von vorne angefangen und irgendwann war ich im Flow drin. Wenn wir jetzt den Test nehmen und ein Spieler, wir haben es vorher schon angedeutet, ist nervös. Der ist auch nervös. Und natürlich ist er nervös. Der ist beim DFB und der weiß vielleicht, und der Papa steht daneben und jetzt auf und auf geht's. Ja, und dann darf er nur mit den Füßen. So, und dann fällt er ihm beim zweiten Hütchen runter, dann ist er nach diesem Kriterium unter Durchschnitt. Genau, also vor allem, ich habe mal geguckt, dieser Achter, man ist mit 8 Punkten, das heißt 8 zu Hütchen, wenn man geschafft hat, das ist glaube ich eine ganze Runde, ist man Durchschnitt. Aha, noch verrückter. Also das ist ja wirklich absurd und ich kenne es auch, das wird nämlich auch im NLZ gemacht, diese Tests, ich kenne das von meiner Zeit dort. Wir hatten dann auch mit der U11, mit 10-Jährigen, die mussten dann diesen Achter jonglieren. Und die sind natürlich brutal nervös. Und dann sind sie mal aus Versehen, benutzen sie zweimal den rechten Fuß. Schon vorbei. Und das ist natürlich völlig absurd. Völlig Wahnsinn, vor allem, weil ihr schon Klarsche genau das auch ausmacht, dass du mal einen Fehler hast und du besserst ihn aus. Wie cool ist es eigentlich, wenn er es überhaupt hinbekommt? Ja? Ja. Also, dass er dann wirklich diesen Ausfallschritt macht und den Ball wieder zurückholt sich. Ja. Dann weißt du, der Junge hat was drauf. Also, dieser Test macht wenig Sinn, er hat wenig Aussagekraft. Das Üben dafür in Ordnung, aber wenn überhaupt, muss man ganz klar wissen, um was es danach wirklich geht. Und das, diesen Test damit praktisch zu sagen, das ist ein Talent oder nicht, wow, das ist schon grenzwertig anstrengend, muss man ehrlich sagen. Also finde ich verrückt. Und was dann noch hinzukommt, da haben wir ja beide gewartet, also du kanntest den Test aus deiner Zeit. Ich kannte ihn, genau. Ich kannte den Test nicht und ich war überrascht, dass die den Ball aus der Hand jonglieren müssen, ja, dürfen, müssen, wie auch immer. Müssen. Also wieso mache ich dann dieses Hochlupfen denn nicht? Das ist also wirklich auch ein Also da gut, aber da kommen wir dann ins Hundertste und Tausendste. Der Test muss aus. Ja. Aus. Man muss fairerweise sagen, das müssen wir in den DFB auch zugutehalten, es gibt seit kurzem, das ist noch nicht so lang so, zu diesen Kriterien auch so subjektive Kriterien von den Trainern der Stützpunkte. Mhm. Das fließt auch mit in die Bewertung ein. Das muss man schon dazu sagen, dass es nicht nur dieser Test ist, aber trotzdem spielt der natürlich eine wichtige Rolle. Und ich würde sagen, wer diesen Test gut beherrscht, kann ein guter Fußballer sein, aber ich sag mal, es hat wenig Aussagekraft darüber, ob er wirklich ein guter Fußballer im Sinne dessen, dass er eben das Besondere hat, dass er Spielwitz hat, sagt dieser Test nichts aus. So ist es. So ist es. Gehen wir nochmal kurz zusammenfassen auf das Ganze. Also, das ganze Thema bedeutet ja, das haben wir jetzt gerade schon mehrfach gesagt, nicht nur glaube ich, ich weiß es, wir wollen das Besondere haben und wir müssen es einfach leider so sagen, lieber so nicht. Also so nicht. Ja. Also ganz einfach. Ja. Wenn man es nochmal chronologisch durchgeht, der Schnelligkeitstest, da sage ich ja als Athletikexperte, ja, natürlich, dieser klassische Lauftester ist völlig in Ordnung, absolut okay, brauchen wir nicht drüber reden. Was mir fehlt, sind zwei Sachen. Erstens mal eine gewisse, ich vermisse komplett irgendwelche koordinativen Tests. Die halte ich, um ein Talent zu bewerten, schon für sehr, sehr wichtig. Denn wer eine gute Koordination im Allgemeinen hat, der ist in der Regel, der lernt in der Regel sehr, sehr schnell. Also das ist ja ganz einfach gesagt, wer sportlich ein gewisses Talent mitbringt, ein gutes Talent mitbringt, der lernt auch schnell. Mit dem kann ich also auch schwierige Themen, auch im hohen Alter, nochmal irgendwie sekundengenau verändern sozusagen. Ja? Also wie oft haben wir Profis bei uns im Einzeltraining, deren, sofern es so verrückt es klingt, aber da sind wir genau bei diesen Themen, Innenverteidiger-Profis, die Bälle, hohe Bälle mit der Brust zum Beispiel falsch annehmen. Das haben die nicht gelernt, das hat ihnen noch niemand gesagt. Sie verändern es aber unglaublich schnell, weil sie sportlich sehr talentiert sind. Also sie profitieren von ihrer sehr, sehr hohen koordinativen Begabung bis ins hohe Alter hinein. Und das vermisse ich. Das heißt, ich habe zu dir gesagt, da würde ich mal als Test gerne mal einmal so eine 50-Meter-Leiter übertrieben gesagt, da hinten waren so eine Koordinationsleiter, dann will ich sehen, dass der mit dem Hopserlauf reingeht in die Leiter, dann flüssig übergeht in einen Tap-Schritt, den nach hinten switcht, den nach innen switcht, wieder übergeht, sodass ich schaue, ist der rhythmisch, hat der eine gute Kombinationsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit kann man damit einbauen und so weiter und so fort, das will ich sehen. Das vermisse ich persönlich total. Es ist also auch hier wieder sehr trivial, der Test. Also der Test an sich ist gut, keine Frage, aber da muss noch was dazu. Das
sind wir wieder bei so Kriterien, die halt nicht mehr nur objektiv sind. Ja, wir sagen, das macht es halt dann wieder ein bisschen schwieriger für den Tester und für die Leute. Man muss mehr können als Tester, weil bei dem anderen Test musst du nichts können. Da schreibst du aber die Zeit auch fertig. Ja, das ist eine B-Note, sagen wir immer. Genau. Ja, das ist quasi die Kür und ja, die schauen wir uns an. Ja. Und dann sehe ich das, schau mal, wie steif der durchgeht, der kriegt das nicht mal hin. Also da muss man jetzt mal schauen, dass man da ein bisschen was verbessert und dann muss man mal schauen, ob man es überhaupt annimmt. Ja. So, also das fehlt uns und dann fehlt uns ein ganz klares Kriterium, das muss man einfach so sagen. Dieser Schnelligkeitstest wird gemacht mit so 13, 14 unterschiedlichen Jahrgängen, oder? U11, glaube ich, startet okay, das Ganze. Ja. Was wir da einfach nicht mit drin haben in diesem Bewertungskriterium, das kritisieren wir auch schon seit Jahren, ist das Wachstum. Du hast einfach 11-jährige Spieler, die biologisch schon sehr, sehr viel weit sind. Dieser Relative Age Effekt ist da einfach mit drin. Und du hast Spieler, die sind entweder 11 oder sogar noch biologisch jünger, teilweise um 2 Jahre jünger. Und nun wirkt einfach der biologisch junge Spieler langsamer gegenüber dem biologisch alten Spieler, weil der schon Muskeln ausgeprägt hat, da ist schon Kraftfähigkeit enorm vorhanden. Der hat von Haus aus einfach, weil er schon mal Muskelpakete hatte, betrieben gesagt, einen guten Antritt und ist am Ende auch schneller. Oder der ist eben schon in der Pubertät drin und macht zum Beispiel einen sehr langen Schritt. Und damit wirkt er immer schneller. Also er überholt natürlich den biologisch Jungen in so einem Sprinttest oder auch wenn du die zwei gegeneinander laufen lässt. Das wirkt unfassbar schnell. Aber es verfälscht eben eventuell das Ergebnis, weil wir wissen es nicht, ob nicht der biologisch Junge doch schneller ist, wenn er diesen körperlichen Nachteil ausgeglichen hat. Deswegen muss man ganz einfach sagen, diesen subjektiven Wert herzunehmen und dann einfach einzuteilen und damit ist es das, ist schwierig. Also man muss praktisch das im Hinterkopf haben. Und das siehst du eben, da kommen wir wieder zurück, wenn ich so einen Koordinationstest mache und zum Beispiel dort auch einfach nur Skipping-Varianten laufen lasse mit 3, 4, 5 Kontakten, dann siehst du zum Beispiel, hat er eine gute Frequenzständigkeit. Oder ich lasse ihn einfach mal im Stand hoch springen und dann sehe ich zum Beispiel schon, oh, der biologisch junge springt aber auch ganz schön hoch. Der ist ja nur 5 cm vom biologisch Älteren entfernt. Ja. Hey, der scheint gar nicht so zu langsam zu sein. Das wird nur so. Also das muss man da zwangsläufig mit einfließen lassen. Deswegen vorsichtig mit diesem Test. Ganz einfach. Ja. Also kann man machen, sollte man an machen. An sich gut. Aber man muss Dinge beachten. Sehr genau hinschauen. Ja. Und nicht nur die Tabelle führen und das war's. Ja, so wurde es gemacht im Prinzip. Also so aus meiner Erfahrung. Ja. Es wurde die Tabelle geführt und dann war halt die schnellsten 3 aus der Mannschaft sind XYZ. Ja. Da habe ich ein einschneidendes Erlebnis, das kann man kurz als Beispiel mal sagen, als ich Real Madrid U19 in München habe spielen sehen, gegen die damaligen Bayern U19. Ja. Und dann sind die Bayern U19 aufs Feld gekommen in dieser Jugend Champions League und die waren klar körperlich überlegen, also waren die größer, kräftiger. Und dann kamen die Real Madrid-Jungs auf dem Feld und die hatten, glaube ich, 7 oder 8 Spieler, die haben ausgeschaut wie ältere D-Jugendliche vom körperlichen Niveau her. So, dann kam der Anpfiff, dann sind die den Bayern aber weggelaufen. Das waren alles Raketen. Ja? Und das habe ich überlegt, woher das kommt. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, der wurde irgendwann mal so getestet. Und dann hat man gesagt, der ist schnell. Man hat aber übersehen, dass der vielleicht biologisch älter ist. Und der hat halt zu dem Zeitpunkt den kleinen Real Madrid-Flitzer überholt. Und jetzt ist der Real Madrid-Flitzer halt nur 1,65 groß und sieht immer noch sehr zierlich aus. Und dennoch ist er jetzt schon schneller. Und zwar deutlich schneller. Also deswegen vorsichtig damit. Was haben wir noch? Dribbling. Ja, das haben wir vorher schon gesagt. Also dieses Thema aufs Detail zu gehen, der Schiebekontakt, die Beidfüßigkeit, da muss einfach die richtige Information mit rein. Warum machen wir jetzt beidfüßiges Dribbling? Und bitte im Spiel mit dem starken Fuß andribbeln. Ja. Diese Informationen fehlen einfach. Also auch in der Testbewertung am Ende. Ich weiß es nicht, also ich bin ja nicht dabei, aber ich glaube nicht, dass bei diesem Dribbling-Test, bei dieser zweimal Lichtschranke, also ja, Streik, ja, glaube ich nicht, dass da jetzt einer draußen steht und sagt, nur mit dem starken Fuß, Schiebekontakt. Die Coach wird da gar nichts. Also man darf da auch nicht coachen. Das ist da nicht erlaubt, das müssen die Kinder selber machen. Okay. Ja. Genau. Ballkontrolle im Prinzip dasselbe. Ja, das haben wir schon auch vorhin genau, gesagt. Genau, haben wir vorhin schon gesagt. Den Schalier-Test, den bitte in die Tonne damit. Aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Ja. Ja. Man kann es zusammenfassen. Mein Fazit.
Ja, das Fazit ist ganz einfach, so wie ich schon vor zwei, drei Wochen mal in den Social Media Kanälen geschrieben habe. Wir können doch bitte in Deutschland keine Debatte führen, dass uns technisch besondere Spieler fehlen und dass wir da zwingend darauf bedacht sind, das zu nachzuholen. Von mir aus sagt man, war halt jetzt so, jetzt macht man einen neuen Weg, ist halt mal so, man macht Fehler und dann geht man einen neuen Weg. Aber Fakt ist eins, das hier, was wir jetzt gerade gezeigt haben, das passiert seit vielen Jahren bei den Stützpunkten so. Das scheint also momentan noch nicht verändert zu werden und damit hole ich nicht das Besondere raus. Ich kriege am Ende, bekomme ich gute Fußballer, keine Frage, ich bekomme auch technisch gute Fußballer, die mögen in der Bundesliga auf sehr, sehr hohem Niveau spielen können, da haben wir auch nicht drüber reden, aber halt eben nicht mehr. Und wenn es dann eben ins Champions League Halbfinale geht, ja, dann reicht es einfach nicht mehr. Oder eine Nationalmannschaft, dann reicht es einfach nicht mehr. Und wir sehen ja, was wir in der Nationalmannschaft für ein Problem haben. Wir spielen gegen vermeintlich kleine Gegner. Vermeintlich kleine Gegner wie die Ukraine oder Tschechien. Ja. Und tun uns wahnsinnig schwer. Woran liegt es? Erstens mal, weil die technisch aufgeholt haben, ist mir aufgefallen. So schlecht sind die nämlich oft gar nicht mehr. Und zweitens mal, weil die sich natürlich gegen Deutschland, den Favoriten, tendenziell defensiver verhalten. Und dann wird es schwer. Und man braucht dann eben besondere Spieler, die dieses permanente defensive Bollwerk lösen können. Und das haben wir nicht. Ja. In ausreichendem Maße. Also um Gottes Willen, wir haben hervorragende Fußballer, keine Frage. Ja, aber in ja. ausreichendem Maße haben wir das eben nicht. Und dementsprechend, wenn dann einer mal ausfällt, wird schon eng. Ja? Und dementsprechend tut man sich wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Und ja, zusammenfassend kann man sagen, wenn man das Besondere fordert, muss man das Besondere trainieren. Trivialer im Zusammenhang geht es eigentlich gar nicht. Und de facto muss man sagen, das ist es nicht. Ja, absolut richtig. Stimme ich dazu. Was meint ihr? Schreibt es uns in die Kommentare, diskutiert mit uns, wir freuen uns auf eure Beiträge. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Michi, danke dir. Danke dir, Johannes. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Servus. Ciao.